Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeis hat eine Auszeichnung für internationale Zusammenarbeit entgegengenommen. Die Ehrung hatte der Unternehmer Jens Schmidt in China verliehen bekommen und gab sie nun an die Stadt weiter. Die Auszeichnung hatte er von der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland erhalten. Alles begann mit der Initiative der Industrie- und Handelskammer, die wirtschaftlichen Aktivitäten der Region auszubauen. Wer auf Wachstum setzt, kommt am Thema Ausland nicht vorbei. China ist dabei ein Wachstumsmarkt mit ungeahnten Möglichkeiten. Ich war 2010 zur Automobilmesse in Shanghai. Dort haben mich Wirtschaftsvertreter dieser Region angesprochen. Sie hätten Interesse, mit Deutschland, mit Sachsen, mit der Region Zwickau in Verbindung zu treten. Es gibt noch zahlreiche Aktivitäten von seitens der IHK, Unternehmerreisen zu messen. Und der Oberbürgermeister der Stadt, Jan Du, hat mich vor 2 Jahren angesprochen hinsichtlich einer Städtepartnerschaft. Dies habe ich der Stadt vorgetragen. Die Frau Dr. Findeis hat der Sache zugestimmt in Verbindung mit dem Stadtrat. Und seitdem haben wir eine funktionierende Städtepartnerschaft, aber auch funktionierenden Austausch der Wirtschaft. China hat eine sehr schnell wachsende Wirtschaft mit Ausmaßen, von denen Deutschland nur träumen kann oder aber daran teilhaben kann. Gut, China hat seit Jahren 7-8% Wirtschaftswachstum. Davon kann Deutschland profitieren, dafür kann Sachsen profitieren und natürlich auch die Region. Gerade unsere Region im Bereich Maschinenbau und Zulieferindustrie hat dort echte Chancen. Man sollte die chinesische Kultur aber auch kennen. Wenn ein Chinese mit einem anderen Menschen Geschäfte macht, dann will er seinen Partner genau kennen und er muss ihm vertrauen können. China hat noch gewisse Rituale, die für uns hier etwas ungewöhnlich sind. Und damit fängt es an für sich an. Also eine Visitenkarte mit einer Hand geben, ist respektlos. Das heißt, wenn Sie jemand etwas überreichen, auch eine Visitenkarte, dann sollte man sich die Mühe geben, zumindest mal die zweite Hand anzudeuten. Das ist eine Frage für den Chinesen, wie er von der anderen Seite wahrgenommen wird. Eine der Hauptauffragen, die mir immer wieder begegnet ist, war, wie sehen wir Deutsche China? Das ist eine schwierige Frage, die zumal einen politischen und einen wirtschaftlichen Inhalt haben kann. Beim politischen Inhalt sollte man sich etwas zurückhalten, aber man, und das wird erwartet, sollte schon klar sagen, was für eine Meinung man dazu hat. Bei der wirtschaftlichen Seite, da kann man dann wirklich aufdrehen und kann sagen, Leute, von uns könnt ihr haben, was euch in der Zukunft weiterhilft. Die nun übergebene Auszeichnung krönt eine noch recht junge Städtepartnerschaft, die aber von Anfang an mit Leben erfüllt war. Die praktische Zusammenarbeit der Regionen Zwickau und Yandu begann direkt nach der Unterzeichnung der Verträge. Also nachdem wir im Sommer 2013 dort waren, gab es Unterzeichnungen von Partnerschaftsvereinbarungen zwischen den Städten, ist klar, aber auch zwischen den Hochschulen, unserer Westsächsischen Hochschule und der Hochschule dort vor Ort und zwischen den IHK. Und in der Stadt Zwickau war es dann so, dass unmittelbar im Anschluss die Yandu und die Region auf der Tourismusmesse im Jahr 2014 im Januar zugegen war. Dann gab es auch nochmal Gespräche als Vertreter der Hochschule aus China hier waren, da war ich ebenfalls dabei. Und mein Ziel ist es einfach, weil Partnerschaften stehen auf Papier. Es kommt eigentlich auch darauf an, dass sich die Menschen kennenlernen und auch verstehen lernen. Dass es uns gelingen sollte, einen Jugendaustausch auf die Beine zu stellen. Aber das ist natürlich schwierig. Es gibt dort eine Schule, die haben wir auch besucht. Dort wird Deutsch unterrichtet. Die Tochter des Schulleiters studiert in Mittweida. Das ist also gar nicht. Also da sieht man schon, wie klein auch die Welt doch dann ist. Und wenn es gelingen sollte, chinesische Schüler hier nach Zwickau zu bekommen und dann in Zwickau Familien unterzubringen, wäre das ein wichtiger Schritt, um auch die Freundschaft, die Städtepartnerschaft mit Leben zu erfüllen. Aber dort sind wir noch nicht so weit gekommen. Aber ich habe das sehr wohl heute vernommen, dass der chinesische Fußball auch Partnerschaften sucht. Und dort wäre ja vielleicht ein Ansatzpunkt, in Austausch zu bringen. Und in China, das weiß ich ja, ist nicht der Männerfußball das Dominierende, sondern der Frauenfußball. Die Frauen sind noch besser als die Männer. Und wir haben ja in Zwickau auch eine Frauenfußballmannschaft, die im Nachwuchsbereich eine gute Arbeit macht. Vielleicht wäre dort ein Ansatzpunkt. Oder ein Austausch auf kultureller Ebene in der Musik. Wer weiß, vielleicht spielen ja schon bald im Gewandhaus
drei Chinesen mit dem Kontrabass.